Seit dem späten Vormittag durchkämmen fast 100 Einsatzkräfte erneut das Waldstück in Brandenburg auf der Suche nach einer Spur der verschwundenen 15-jährigen Rebecca. Auch Leichenspürhunde und Hubschrauber werden zur Unterstützung eingesetzt auf dem Gelände zwischen Wolzig und Kummersdorf, 50 Kilometer südöstlich von Berlin. Inzwischen wird scharfe Kritik am Vorgehen der Ermittler laut. Die Vereinigung Berliner Strafverteidiger wirft der Polizei eine unfaire Vorverurteilung des Verdächtigen vor. Die Freigabe von Fotos eines Mannes, der bereits in U-Haft sitzt, sei in der Tat ein ungewöhnlicher Schritt, aber laut Polizei juristisch völlig korrekt. Die Veröffentlichung von Fotos eines Beschuldigten fußen auch immer auf einem richterlichen Beschluss, der ja natürlich auch einen gewissen Tatverdacht nochmal untermauert. Und sie sind jetzt eben einfach dazu da, um weitere Anhaltspunkte zu sammeln. Zum Beispiel, wo und wann jemand den Verdächtigen mit seinem auffälligen Renault Twingo kurz nach Rebeccas Verschwinden in Brandenburg gesehen hat. Dass der Festgenommene weiter von seinem Recht zu schweigen Gebrauch macht, setzt die Ermittler unter Druck. Den entscheidenden Durchbruch kann derzeit wohl nur der Fund der Leiche bringen. Es können andere Ermittlungsergebnisse damit in Verbindung gebracht werden. Und dann kann mit relativ großer Genauigkeit gesagt werden, wer diese Straftat hier begangen hat oder möglicherweise auch wer ausscheidet. Über 700 Hinweise sind inzwischen bei der Polizei eingegangen. Die Suche nach Rebecca geht weiter.